Der Absturz des Goldpreises dominiert in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen. Da ging es ordentlich nach unten. Über 16% sind es mittlerweile seit Jahresanfang. Da geriet fast ein wenig in Vergessenheit, dass auch andere Industriemetalle vor allem unter Druck gerieten. Und darüber weiß heute mehr Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Norbert, insbesondere für Kupfer und Aluminium ging es in diesen Tagen ordentlich nach unten. Hier ist allerdings nicht die Charttechnik schuld, oder? Ja, doch auch etwas die Charttechnik. Wie überraschend in diesen Tagen wird das gerne herangeführt. Nein, mal ganz im Ernst, der Punkt, was vor allem ist, ich muss quasi ein bisschen ausholen, der Punkt, warum eigentlich Aluminium und Kupfer belastet sind, ist eigentlich der Ölpreis. Denn der deutet an, den nehmen viele Beobachter, Marktteilnehmer so als ganz großen Indikator, wie geht es weiter mit der Weltwirtschaft. Und wir haben ja zwar zuletzt gehört, manchmal gute Nachrichten, manchmal schlechte Nachrichten, auch aus China, auch aus Europa, aus den USA. Aber viele machen es daran fest, was passiert denn mit dem Ölpreis? Und der gibt seit Wochen nach. Das deuten viele als Indikator dafür, dass möglicherweise die konjunkturelle Erholung nicht ganz so stark ist. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Das wiederum belastet natürlich Aluminium und auch Kupfer, die beide natürlich sehr, sehr stark nachgefragt werden, industriell nachgefragt werden. Und das belastet. Wir sind in beiden oder bei beiden Metallen mittlerweile im Bereich auch wichtiger charttechnischer Unterstützungsmarken, wie wir es davor zum Beispiel bei Gold waren. Ja, und hier gibt es eben jetzt auch viele Anleger bei uns, die sagen, die Anzeichen mehren sich hier, dass vielleicht diese Schwäche einfach weiter anhalten wird. Wir kommen in diesen Tagen nicht umhin, über Gold und Silber zu reden. Gold ist stark gefallen, Silber sogar noch mehr. Hier wird vor allem immer wieder die Charttechnik zu Felde geführt, denn es wurde eine wichtige charttechnische Linie bei 1530 in etwa durchbrochen. Was machen eigentlich die Anleger in Stuttgart daraus? Ja, viele mussten sich da erstmal verwundert die Augen reiben. Du hast es genau richtig gesagt. 1530 war so die magische Marke, wo viele Analysten im Vorfeld gesagt haben, da wird eigentlich der Kampf um diese Marke wird im Brennen. Und viele dachten hier eigentlich, die Bullen würden diesen Kampf für sich entscheiden. Ja, jetzt wissen wir es besser. Gold ist förmlich darunter gerauscht. Wir haben eine ganz scharfe Korrektur gesehen. Auch beim Silber natürlich, wenn man die Chartbilder übereinander legt, würde man ähnlich auch hier eine wichtige Unterstützungslinie sehen. Wir haben verschiedene Szenarien bei unseren Anlegern gesehen. Als wirklich dieser Ausverkauf bei Gold und Silber zunächst stattfand, haben sich viele erstmal auch von Long-Produkten noch getrennt, haben also ihr Stop-Loss gezogen. Jetzt, nachdem wir haben wieder beim Gold in der Spitze 170, 180 Dollar gefallen ist, sehen wir jetzt doch einige, die sagen, der Ausverkauf könnte jetzt erstmal gestoppt sein und zumindest eine technische Gegenbewegung, wie das immer so schön heißt, könnte folgen. Das gilt für Gold, das gilt auch für Silber. Also jetzt unsere Anleger wieder auf der Kaufseite. Bleiben wir zum Ende hin ein wenig beim Durchbrechen charttechnischer Unterstützungslinien. Solche hat der DAX gleich mehrere durchbrochen. Wo geht die Reise hin, Norbert? Ja, es scheint wirklich momentan so zu sein, dass wir etwas gefangen sind, wirklich in der Charttechnik. Die US-Börsen geben uns eigentlich immer wieder mal vor, dass man auch durchaus mal sein Allzeithoch überwinden kann. Der DAX hat noch nicht mal das geschafft, sondern wir fallen auch oder sind auch unter die Marke von 7600 Punkten gefallen, die Charttechniker wieder als äußerst wichtige Marke gefasst haben. Ja, jetzt haben wir sogar uns die 7500 mal von unten angeschaut. Es scheint momentan alle Zeichen tendenziell eher weiter auf Korrektur zu stehen. Das sieht man auch bei unseren Anlegern. Die fokussieren sich jetzt vor allem wieder auf kurzfristige Bewegungen. Das heißt, man macht so diese Spielchen, wenn der DAX mal gefallen ist, kauft man Calls, erholt sich dann der Markt wieder kurz, realisiert man schnell Gewinne. Längerfristig orientierte Anleger halten sich momentan so ein bisschen an der Seitenlinie zurück. Die wollen erst mal sehen, wann oder ab welchem Punkt die Korrektur wirklich ausgestanden ist. Norbert Paul, Derivate-Experte an der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch.